Da ist der Geheimtipp, wenn man sich so einen Tag anschaut, immer in 90-Minuten-Zyklen zu arbeiten, gefolgt von im besten Fall 20 Minuten Pausen. Das ist auch ja, evolutionär und neurobiologisch ist das wirklich die beste Art und Weise zu arbeiten, ne? Weil man da einfach die höchste Produktivität und den höchsten Output hat. Und man kann sich am Ende ausrechnen, wenn man 3, 4, 5 solcher 90-Minuten sehr produktiver Zyklen hat, wie viel man dann einfach weiterbekommt, wie viel Zeit man sich dadurch spart. Und auch da mein Tipp ist, auch da wieder klein anfangen, am besten mal mit einem 90-Minuten-Zyklus in der Woche zu starten und einer 20-Minuten-Pause und das dann Stück für Stück aufzubauen, bis man dann ja, das einmal pro Tag macht in der Woche und dann vielleicht 2 bis 3 von diesen Zyklen pro Tag hat. Und so das dann Stück für Stück aufzubauen. Und auch bei den Pausen, ne? Wenn du mal nicht 20 Minuten hast, ist es besser, zumindest 5 Minuten Pause zu machen oder 3 Minuten, ne? Als gar keine Pause. Wenn es dann eben auch nur eine kurze Atemübung ist, ist es besser als gar nichts. Also klein anfangen, 90 Minuten Arbeitsfokusblock, 20 Minuten Pause.